Guten Morgen, ich habe euch ein bisschen was in diesem Tutorial zusammengestellt. Das ist auch gleichzeitig eine Wiederholung für alle, die das in der letzten Stunde mitbekommen haben und alle, die nicht dabei sein konnten. Hier vielleicht nochmal eine Zusammenfassung zu Friedrich Smetanas Moldau. Wir haben sowohl das Konzert gehört auf CD als auch einen Konzertmitschnitt angeschaut. Wir haben ein Gesprächskonzert gehört, wo Gerd Albrecht die Moldau für ein Schülerkonzert nochmal auseinandergenommen hat und erläutert hatte. Und wir haben es auch immer in unserem Themenheft auf der Seite 12 und 13 dieser Doppelseite informiert über die Station, über den Inhalt, die Entstehungsgeschichte und so weiter. Ich blende jetzt mal runter auf das Heft, das ihr alle auch vorliegen habt und auch alle zu Hause vorliegen habt und besitzt. Und da könnt ihr diese Dinge nachlesen. Ich habe es hier auch nochmal so ein bisschen mit Textmarker gekennzeichnet, was uns wichtig war. Gerade kommt das Hauptthema im Hintergrund zu hören. Und hier stehen nochmal die wichtigsten Dinge. Es ist aus einem Zyklus von 6 sinfonischen Dichtungen. Der wichtigste oder populärste Teil, eben dieser zweite Abschnitt, die Moldau oder Vltava. Das Hauptthema ist leider nicht so gut beim Kopieren rübergekommen oder beim Hineinscannen. Aber man kann es noch erkennen in diesem großen Bogen, den gerade die Melodie schlägt und was er gerade im Hintergrund hört. Das Hauptthema eben. Es ist ein Beispiel für Programmmusik, Tonmalerei, also eine sinfonische Dichtung und auch ein typisches Beispiel für die Romantik. In dem Hauptthema befinden wir uns ja. Das Hauptthema, das ihr gerade hört, wird mehrfach wiederholt, deswegen steht auch hier Rondo-artig. Bei einem Rondo wäre es natürlich noch sehr viel strenger durchgeführt, A, B, A, C, A, D. Hier kommt es insgesamt dreimal und das zweite Mal schon etwas verkürzt und beim dritten Mal verändert, weil es sich dann von E-Moll ins gleichnamige E-Dur verändert. Der Lauf der Moldau wird geschildert, beginnt bei den beiden Quellen, die einmal mit zwei Flöten und die anderen Quellen mit zwei Klarinetten dargestellt werden und nach dem Triangelschlag hört man dann zum ersten Mal das Hauptthema der Moldau. Wenn die Moldau vor sich hinfließt, erklingen Hörnerklänge. Das heißt, sie fließt an einer Jagdszene an einem Wald vorbei, später an einem Bauerndorf, wo eine Hochzeit gefeiert wird. Man hört und erkennt eine Polka, einen Polka-Rhythmus in diesem typischen Zweivierteltakt. Später beruhigt sich die Musik, wird sehr leise, sehr verhalten, die Geigen in unglaublich hoher Lage und auch mit Dämpfern aufgesetzt. Es wird der Nymphenreigen im Mondschein dargestellt. Danach fließt die Moldau weiter, es wird wieder langsam Tag, das Hauptthema ist erneut zu hören, aber man hört dann irgendwann sehr dissonante Klänge, sehr laute Klänge, laute Akkorde mit einem Piccolo, quasi wie so kleine Hilfeschreie und das Becken, das sind die Stromschnellen bei St. Johann. Das Hauptthema, das danach ein letztes Mal erklingt, ist jetzt sehr viel schneller geworden und auch jetzt in Dur gespielt. Nicht mehr in E-Moll mit einem Kreuz wie die ganze Zeit, sondern E-Dur eben mit den 4 Kreuz, die zu der Grundtonart gehören. Die Moldau fließt weiter an Prag vorbei. Man hört die Blechbläser-Fanfaren, dieses majestätische Thema von der Burg Wyscherath. Und anschließend, nachdem vor allen Dingen die Dominanz der Blechbläser beendet ist, mündet sie in der Ferne in die Elbe. Das heißt, es wird sehr viel leiser, decrescendo, sehr viel breiter in der Musik. Und damit auch wirklich ein Schluss gesetzt wird, hört man die beiden Schlussakkorde in dieser Tonart, nämlich die dominante 5. Stufe, H-Dur oder H7. Und am Schluss nochmal den E-Dur-Akkord, unsere Haupttonart. Und dann weiß man, nach dieser knappen Viertelstunde Musik ist eben dieser Abschnitt über die Moldau zu Ende. Wir hatten dann diese Tabelle, die ich auch mal für andere Klassenstufen zusammengestellt hatte, letztes Mal ausgefüllt, übersichtlich. Ein Großteil der Informationen könnt ihr ja aus der linken Seite übernehmen. Komponist Friedrich, im Original Bedrich, aber eingedeutscht Friedrich Smetana, 1824 bis 84. Moldau stammt aus dem Zyklus Mein Vaterland, ist eben einer von diesen 6 Teilen.
In dieser ersten Spalte sind die Stationen, die ich hier aufgelistet habe, dann Besonderheiten vielleicht in der Besetzung oder auch der Setzweise, in der Lautstärke oder Dynamik, Tempo oder Charakter, wo man eben auch etwas sehr Subjektives eintragen kann, die Taktangabe, die wir dann genau von der Partitur übernehmen, soweit sie vorhanden war. Hier habe ich das nochmal in der Partitur nachgeschaut. An der Stelle müssten wir Vierviertel statt Zweivierteltakt eintragen beim Nymphenreigen. Und hier nochmal die Tonart. Ihr seht, das meiste steht in E-Moll mit dem ganz großen Kontrast des Nymphenreigens, wo wirklich eine ganz entfernte Tonart erreicht wird. Und am Schluss eben das Eingedurte nach E-Dur. Weitere Merkmale, Spielanweisungen, sonstige Dinge, die uns aufgefallen sind, könnte man in die letzte Spalte eintragen. Also wir hatten vorgegeben, damit es am Anfang nicht so schwer wird, die beiden Quellbäche, zwei Querflöten, zwei Klarinetten, Streicher im Hintergrund, die so ein bisschen die fließende Bewegung des Wassers darstellen, durch Pizzicato, also gezupfte Klänge, und die Harfe ist dabei zu hören. Wir haben diesen wiegenden Rhythmus im Sechsachteltakt in E-Moll mit einem Kreuzvorzeichen, sehr viele Bindebögen, einige Betonungszeichen. Das charakterisiert den Anfang. Das Moldau-Hauptthema, das gerade vor 2-3 Minuten im Hintergrund gelaufen ist, das ist zunächst von Streichern und Holzbläsern dargestellt, später im Tutti. Typisch sind dafür auch diese Crescendo- und Decrescendo-Bögen und wird Rondo-ähnlich wiederholt, das taucht später auf. Dann kommt die Walz-Szene im Fortissimo, sehr viele punktierte Werte in diesem wiegenden Rhythmus, fanfarenähnliche Klänge. Die Klarinetten dominieren diese Hochzeitsszene, die Polka, die gespielt wird, sehr tänzerisch, Zweivierteltakt, und jetzt ist gerade im Hintergrund zu hören der Nymphenreigen im Mondschein, wohl der größte Kontrast. Wir haben sehr leise Klänge von Pianissimo, Piano, Dolcissimo, sehr zart steht über den Noten, ruhig und langsam ist der Charakter, den wir so empfinden. Astur, 5 Quinten entfernt im Quintenzirkel mit dieser Tonart gegenüber der Tonart mit einem Kreuz. Die Streicher spielen Consordino mit Dämpfer. Und wir haben in diesem langen Abschnitt so etwas wie ein Innehalten. Vielleicht in der üblichen Satzfolge der bisher kennengelernten Sinfonien, das, was so einen langsamen Satz darstellt, wie wir das bei der 3- oder 4-sätzigen Sinfonie kennengelernt haben. Danach wird gleich wieder das Moldau-Hauptthema kommen, wie am Anfang, allerdings etwas verkürzt, denn es geht relativ schnell in diese sehr dramatische Stelle mit den vielen dissonanten Akkorden bei den Stromschnellen von St. Johann. Das Moldau-Hauptthema kommt ein letztes Mal, wieder Tutti besetzt, mit allen Spielern im Fortissimo ebenfalls sehr laut und diesmal deutlich schneller als am Anfang und vor allen Dingen eingedurrt. Danach hört man direkt nahtlos übergehend mit der Dominanz der Blechbläser die Burg Wischerath, das majestätische Thema, dieses königliche Thema auch im Fortissimo gespielt, und wir sind natürlich die ganze Zeit jetzt wieder im Sechsachteltakt und auch wieder in der Tonart, die beibehalten wird, eingedurrt, E-Dur statt E-Moll. Bei der Mündung in die Elbe hört man die Musik, wie sie langsam leiser wird, also ein ganz allmähliches Decrescendo. Es wird auch verlangsamt durch größere Notenwerte, allerdings auch durch langsamer Werden. Wir sehen das nachher noch in einem zweiten Tutorial, wenn ich euch die Partitur dazu mitblättere und erläutere. Und als Abschluss, das müsste nicht unbedingt eine extra Nummer sein, ich habe auch keine Nummer hingeschrieben, nur damit man merkt, das Stück ist zu Ende, kommen noch die beiden Schlussakkorde in dieser Tonart, Dominante und Tonika, H-Dur und E7. Die Moldau beschreibt als sinfonische Dichtung mit den musikalischen Mitteln eines Sinfonieorchesters den Verlauf eines Flusses von der Quelle bis zur Mündung, das Geschehen an seinem Ufer. Der Komponist drückt in dieser Programmmusik seine Sehnsucht nach der Heimat Böhmen aus. Das Werk wurde 1875 in Prag uraufgeführt, nachdem Smetana bereits durch eine Krankheit sein Gehör verloren hatte. Ich werde ein zweites Tutorial anbieten, das ein bisschen länger dauert, nämlich den gesamten Ablauf des Stückes. Das läuft im Hintergrund und ich blättere dabei in der Partitur und zeige euch auch die wichtigen Stellen, auf die es ankommt, wenn man die Noten mitlesen möchte, so wie bei einem Dirigent. Auch das haben wir in der letzten Stunde mit der anwesenden Hälfte des Kurses probiert.